Willkommen zur neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit dem Start der Kitzmann, der Fander und der Mo. Ja, hallo, schön. So, mach mal Platz hier. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Ja, was denn? Passt doch. Ich muss ja auch meine Dünger hier verteilen, ne? Und deine Samen. Ich wollte gerade sagen, du meinst wohl eher deinen Samen. Ach ja, ja, stimmt ja, Samen, ja. Kitzmann will ja dann seinen Dünger verstreuen. Hat da nicht gerade noch jemand was von zweideutig gesagt? Ist doch nicht zweideutig. Ich hab Saat drinnen, ne, und Kitzmann will danach düngen. Mit das, ja, mit die Saat sprießen kann. Ne? Ja, ne, mit das, mit die, ja, Saat, dass er sprießen kann. Erst besamen, dann befruchtet. So. Erster, bin oben. Aber Mugger, wieso nimmst du nicht einfach die volle Breitseite von dem Schneidwerk? Weil bleibt immer ab und zu mal was übrig, wenn du genau dran so normal fährst, deswegen lasse ich mal ein bisschen was vom Schneidwerk abstehen. Ja, bei mir hier auch, deswegen. Deswegen hat Roro ja so unsauber gearbeitet, ne? Wieso? Nö, ich hab bis sauber jetzt gearbeitet. Ja, wollte ich gerade sagen, bis jetzt habe ich noch sauber gearbeitet. So ist noch, es nicht. Noch. Darauf liegt die Methode. Warte mal auf das dritte Bier ab. Bier, der trinkt doch schon klar, nennt sie der Leberding. Da muss ich erstmal das erste anfangen. Du hast die 3 Nullen vergessen. Was für 3 Nullen? Ich muss hier leider schon Wein saufen, ich hab nichts anderes da. Wein? Wein, ja. Gänsewein? Nein. Nee, Reiswein. Ah. Nee. Wie war das noch? Fällt der Bauer viel zu oft vom Trecker, war der Raki wieder auch schön lecker. Nee, von 1999 ist der Wein. Ah, der ist schon abgelaufen, was weg. Schmeiß weg die Bolle, der ist schlecht. Der Hammer war ja hier ein Kollege von mir letztens. Der hat, haben gesoffen, ne? Hatten aber nach 2 Kästen Bier, war nichts mehr da. Und er denkt sich so, gehe ich mal in den Keller gucken. Vielleicht habe ich mal irgendwo noch was rumstehen. Dann fahrt er ja wieder irgendwas versteckt, hat er ja schon mal gemacht. Und er guckt wirklich alle Regale durch und findet eine Flasche Wein. Er denkt sich so, cool. Aber nur noch was. Das war wenigstens heute nicht zur Tanke. Haben die Flasche Wein geköpft. Am nächsten Tag kommt sein Vater nach Hause. Sieht die Flasche Wein auf dem Tisch stehen, die leere, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt dem, Jung, was habt ihr gemacht? Ihr habt den Wein gesoffen? Habt ihr eine Ahnung, was das Ding wert war? Das war eine 400.000 Euro Flasche, die da stand. Der hat 400.000 Euro Wein im Keller gehabt. Oh. Von Anu hast du nicht gesehen. Und die haben den weggeknüppelt. Und die Jungs so, ach, deswegen war der so lecker. Haben die 400.000 Euro Wein weggekickt, ey. Ja. Hauptsache schmeckt. Jo. Ja, ups. Ich befüll dich von hinten, Fander. Oh ja, ich mag's von hinten. No. Willst du nicht mehr von vorne, oder was? Kitzi steht auf die große Liebe, der mag's nur frontal. Achso. Nö, nicht immer. Aber immer öfter. Ey, wir müssen doch mal irgendwie aber ab 18 machen, ne? Meinst du? Alle gerne durch die Bude, yo! Scheinparty! Fuck! Was los? Scheiße! Die blöde Kuh hat's Feld angefahren.
Wer? Der Grill. Ich hab nichts gesehen! Ah. Erzähl uns was Neues! Du siehst mir was. Ja, mehr als du, wenn du besoffen bist. Wieso soll ich denn eigentlich immer besoffen sein? Du sagst doch immer, du bist voll. Damit meine ich eigentlich nicht mich, sondern die Geräte oder was weiß ich, was ich gerade anmache. Die da macht. Ja, sag mal, die Ausgabe ist voll. Ja. Ach, jetzt bin ich ja ganz alleine. Du bist nie alleine. Natürlich, wer zu langsam ist, der ist eben der Letzte. Ich brauche einen neuen Trecker. Ich fange an zu düngen. Kackst du jetzt aufs Feld oder was? Jupp. Auf meinen Dünnschiss. Oh, schön mit Sprühschiss. Nee, Sprüher hat man nicht. Wir haben doch, wenn du lang genug drückst. Bei Dünnpfiff. Wenn genug Druck drauf ist, geht das. Musst du einfach eine Stunde einhalten, dann geht das schon. Gibt es eigentlich noch ein größeres Gewicht? Ich habe ein Heckgewicht, das hat 2500, wieso? Ja, mein Frontgewicht hat 2400 und er hebt trotzdem fast vorne ab. Also ich habe ja, das geht ein aber Gewicht noch. Gesehen, das kann man auf 3400 hoch. Wenn du jetzt ein bisschen in Form bist, dann geht's. Also ich habe jetzt letztens ein Gewicht gesehen von Klaas, ein Klaas-Gewicht. Das kann man auf 3400 hochrüsten, wenn das voll aufgeladen ist. Das kannst du von, ich glaube, von 1400 modular auf, je nachdem wie viel du brauchst, bis auf 3400 hochbomben. So hoch? Ja, das ist für den Klaas Xeres. Dafür musst du wieder was reinfüllen, oder? Okay. Also wenn du das vorne dran hast, dann ja, es gibt doch Gewichte, wo du jetzt auch mal einen Tank hast, den du dann voll machen kannst. Ja. Also kannst du sozusagen dein Gewicht selber bestimmen. Wenn es zu viel ist, hatte ich aber beim LS15 hatte ich das auch. Da hatte ich so ein rotes, da konnte ich vorne Gewichte zuschalten. Da hat man auch sogar beim LS15 schon gesehen, dass der Traktor vorne ein bisschen runtergegangen ist. Ihr seid jetzt bei Feld 14, ja? Ja. Ja. Gut, weil ich dann gleich dahin komme. Oh oh. Hm? Wander, lass uns abhauen, der Alte kommt. Scheiße, da kommt der Alte. Wird wohl nichts mit dem Bett im Kornfeld. Ein Bett im Sojafeld. Was im Feld? Ich befüll dich wieder von hinten. Oh. Fange ich gleich an zu blinken. Wo bin ich hier gelandet? Auf dem Feld 12 bist du gerade hier. Und ansonsten in der grenzdebilen Sonderanstalt. So, jetzt kommt es. Gibt? Ja. Cool. Wollen wir da mal hingehen? Da sind wir doch schon. Ah, cool. Deswegen fühlen wir uns so wohl. Habt ihr oben oder unten angefangen? Oben. Das war jetzt die dritte Spur. Ja, du hast oben angefangen. Da bist du jetzt nicht mehr. Ich habe am Feld angefangen. Oh, Leute, das war vielleicht vor ein oder zwei Minuten, ja. Nein, länger her. Neben drei. Gott sei Dank. Fahne und ich hatten ja in der Zwischenzeit noch ein Bett hier in dem Feld gehabt. Also ist das schon ein bisschen länger her, du. Oh, unsere Bergziege, du. Ihr pullt echt alles den Berg hoch. Inklusive mit Hänger und Gewicht. Ja, was machst denn du auch da oben? Feld vertreiben. Du treibst's mit der Zeit? Ja. Cool. Hast du ein Problem damit? Cool. Alter, du bist ja mal richtig Hardcore-Sportler drauf. Klar. Also bergunter fährt er so schön schnell. Ja, bergab mit Rückenwind. Und der Ruder.
komm um die Kurve. Du hast ja kein Boot. Nein? Nö. Ups. Dann schicken wir die Paddel wieder zurück, oder? Ja. Die wir geordert haben? Ja, du hast geordert. Ich habe ihn gefragt, was fliegt der jetzt mit der Paddel? Auf deinen Namen wollte ich gerade sagen. Ich habe ja deine Kreditkartennummer angegeben. Was? Soll ich wieder von hinten fahren? Ja, denkst du, ich habe Geld? Ich habe hier 0 Euro ohne. Also musste ich ja deine Kreditkartennummer angeben. Und dann willst du noch für mehr Geld haben? Natürlich. Ja, von was denn, wenn du mir immer alles klaust? Du bist ja selber schuld. Hättest du von Anfang an was rausgerückt, hätten wir auch nicht auf deine Rechnung kaufen müssen. Genau. Außerdem solltest du auch mal aufhören, den ganzen Lohn zu versaufen, ne? Vielleicht ist deswegen unser Lohn so niedrig, weil die Lohnchecks immer besoffen ausstellt. Natürlich. Letztens, ich kann mich noch ganz genau erinnern, hat er so im Vollrausch zu mir gesagt, Smoger, mein Freund, ich weiß noch ganz genau, damals 1972, das war eine schöne Zeit. 72? Oh. Ja, also du, ja, also ja. Na? Ja, nix. Wie redest du dich jetzt raus? Ja, wo ist die Ausrede? Wo ist die Ausrede? Ne, ich sag nix, nein. Mir ist langweilig. Der ist langweilig? Mir ist langweilig. Also Roro, die Schafe zählen. Ich denke, du wolltest nichts mehr sorgen. Apropos Schafe könnten wir auch mal machen, ne? Ne, was? Ja, das wollten wir eigentlich schon mal machen. Ja, wir wollen... Erstmal der Schlepper. Ja, mit den Tieren waren wir auch, ja. Auf dem alten Spielstand hatten wir doch schon Schafe, oder nicht? Das war auf meinem privaten. Ach so. Ja. Da war doch was. Ja. Bei LS15 hatten wir auch Schafe. Schafe, Kühe. Ja, das wollten wir eigentlich schon kaufen, bevor wir das neue Feld kaufen, ne? Ja, gekauft haben. Nee, da wollten wir eigentlich mal, da hatten wir ja uns entschieden, Feld oder Drescher. Also Traktor. Schlepper. Aber ja, Feld. Halt. Dann hat das Feld so verlockend gewunken und da haben wir uns halt das Feld gekauft. Aber diesmal nehmen wir uns fest vor, jetzt wird Schlepper. Jetzt kommt der Schlepper. Naja, bist du wohl das Konto wieder von hinten, Fander? Nö, tust du nicht. Du hast das Rohr wieder eingefahren. Ich wollte mir viel aufheben für dich. Also jetzt gleich mit dem Schwamm mit Forstwirtschaft verdienen wir auch ganz gut Geld, ne? Was meinst du, warum wir eine Poltergabel haben? Ich bin letztens auch schon mit unserem Laster mal durch die Gegend gefahren und hab den mit Baumstämme vollgemacht. Sag mal, Kizzi, dir ist doch langweilig. Ja. Und du spielst eine Frau. Aha. Jetzt kommt's. Geh mal Kaffee kochen. Ne, eigentlich hätte ich gesagt, geh mal auf den Strich, dann kommt Irrgeld rein. Das geht auch! Als wir letztens ein Rohr auf den Strich geschickt haben, mussten wir noch Geld dazu bezahlen. Den wollte wirklich keiner haben. Ich habe zumindest damit gerechnet, dass es ein paar Fehlgeleitete gibt. Wo bin ich hier hingeraten? Nee, du wiederholst dich. Ja, du bist bei Landwirtschaftssimulator 2017. Achso, jetzt okay. Du kannst nicht mehr in der Vergangenheit leben, Rojo, das geht doch nicht. Wieso Vergangenheit? Ja, als du mir von damals erzählt hast hier mit 1972 da. 72, ne? Ja, erzähl weiter, ja. Ja, ich hab das doch nicht mal alles im Kopf, was du mir alles erzählt hast. Texte. Du hast ihm so einen Knopf an die Backe genagelt. Das kann man doch nicht alles behalten. Deswegen ja. Schade, ich wollte mal wissen, was ich so alles sage. Muss der Smoker das nächste Mal dran erinnern, ein Diktiergerät mitzunehmen. Naja. Jetzt stell dir mal vor, Rohre steigt aus dem Schlepper aus, dann öffnet die Tür und die ganzen Bolten fliegen raus. Jetzt ein Bierdosen. Da muss ich jetzt irgendwie an Werner gekotzt wird später denken. Deswegen ja.
Bruder das Auto aufmachen, dass die ganzen Bergstoffflaschen rauskommen. Ich täter beschreibe. Hä? Ast rein. Bist du schon wieder zu 8% beleuten? Ja. Und wir sind am Folgenende. Ja. Das war's doch schon wieder für heute, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Daumen hoch drauf. Alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 1, 2, ist auf der Reihe. 3, 4, noch ein Bier.